Hey und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 3 Generations Part 12, glaube ich, hoffe ich, aber ich meine schon. Wir haben mitten in der Nacht, also 23:30 und Taylee ist irgendwie wach, weil sie früh schlafen gegangen ist. Also sie möchte jetzt auch nicht mehr schlafen. Das ist natürlich sehr positiv, aber daran lassen wir uns natürlich nicht hindern. Es ist immer noch Winter und es wird auch erst in 5 Tagen Frühling. Ich freue mich persönlich also schon sehr auf den Frühling, auch in Real Life. Weil irgendwie, weiß ich, jetzt lag so der erste Schnee und dann dachte ich mir so, jetzt kann es auch mal Frühling werden. Jetzt habe ich auch wieder genug vom Schnee. Jetzt habe ich einmal im Schnee gespielt. Ja, bei uns lag gar nicht so viel, aber meine Eltern wohnen ein bisschen höher als wir. Und dann sind wir da hingefahren und waren im Schnee. Und das fand ich sehr cool. Und ja, was wir heute machen werden, ist erstmal den normalen Tagesablauf. Ryan wird hoffentlich heute seinen ersten Schultag endlich mal haben, weil er hat ja die ganze Zeit schneefrei. Das wäre echt cool, weil ich möchte ihn wirklich gerne nochmal in die Schule schicken, bevor er ein Teenager wird. Er wird in 4 Tagen zum Teenager. Und das ist in 5 Tagen Frühling, das heißt in 5 Tagen geht, oder in 4 Tagen geht erst offiziell der Schnee weg. Mal sehen, wie das verläuft. Und ja, ich dachte mir, dass wir heute mal eine Date-Night machen von Haley und Alan, weil morgen ist nämlich Schneeflockentag. Hier seht ihr ja, das heißt, die haben morgen frei, beziehungsweise Alan hat morgen frei. Haley geht ja nicht arbeiten, die faule Sau. Und was ich eben noch entdeckt habe, Haley wünscht dich ein neues Kind. Whoop. Du hast ja erst 3 Stück und gerade 2 bekommen. Ich würde sagen, ja, das kannst du mal wegmachen. Die Kinder sind wach, Ivy heult. Oh, Zoe ist auch wach. Dann würde ich sagen, gibst du ihr mal die Flasche. Kuschelt ein bisschen und spielt ein bisschen mit ihr. Was ist mit Zoe? Ja, ihr geht's eigentlich ganz gut. Ihr braucht nur ein bisschen Kuscheleinheiten. Ihr habt übrigens alle sehr cool auf mein Haus reagiert. Ihr fandet das alle auch mega cool. Das hat mich total gefreut, weil, wie ihr vielleicht gemerkt habt, war ich ein bisschen stolz auf dieses Haus. Es ist zwar auch nicht meine Meisterleistung gewesen, also ich habe auch schon mal bessere Häuser gebaut, aber ich finde es dennoch ziemlich, ziemlich cool und ihr zum Glück auch. Und ja, ich glaube, wir können einiges hier anrichten. Und einige von euch hatten vorgeschlagen, beziehungsweise ich glaube 2 haben das gesagt, dass wir ja entweder das Wohnzimmer als Hobbyraum einrichten könnten, weil, also so für Musik und sowas, weil das Wohnzimmer benutzen wir ja eh nicht wirklich, beziehungsweise im alten Haus haben wir es nicht wirklich benutzt. Oder wir richten uns in der Garage einen Hobbyraum ein. Ich habe ja hier schon das Schlagzeug hingestellt. Da könnten wir dann natürlich noch mehr Geräte reinmachen. Entweder machen wir es so, oder wir bauen hier noch einen extra Raum dran, dass wir da noch einen Raum hinmachen können. Das könnte dann entweder der Hobbyraum sein oder eben noch ein Zimmer für noch ein Kind, weil das Problem haben wir auch noch nicht wirklich gelöst. Das werden wir noch in den nächsten paar Folgen herausfinden. Momentan ist es ja eh noch so, dass die Mädchen noch zusammen in einem Zimmer schlafen können, weil sie sind ja noch klein und süß und das wird ja auch erstmal so sein, bis sie zum Teenager werden. Und die beiden haben heute Geburtstag, sehe ich gerade. Das ist ja toll, dann feiern wir heute Geburtstag. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier heute an dem ersten Geburtstag sozusagen noch keine Party veranstalten. Wir kennen ja leider auch noch nicht so viele Leute, daran müssen wir auch noch arbeiten. Dass wir das erstmal im familieninternen Kreis machen, dass wir warten, bis Alan von der Arbeit kommt. Er muss bis 15 Uhr arbeiten und Ryan geht auch bis 15 Uhr in die Schule. Oh, er wünscht sich auch noch ein Kind, das ist ja wunderbar. Und er ist auch wach. Gehe erstmal pinkeln. Und dann. Machen wir das mal weg. Aber Vater und Sohn müssen sich auf jeden Fall auch anfreunden. Schaut euch das mal an, das kann echt nicht sein. Wo ist er hier? Guter Bekannter. Dein Sohn ist ein guter Bekannter. Das ist ja toll. Wir haben 3 Uhr mitten in der Nacht und Familie Harris ist wach. Das ist ja super. Waffeln essen kannst du mal und dann bist du eigentlich erstmal glücklich. Haley küssen möchtest du auch. Achso, mein letztes Video war ja das Haley Makeover. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe nicht so viel verändert, nur ihre Frisur ein bisschen. Das ist jetzt ihre neue Frisur. Ich habe ihr eine neue Haut gegeben, also neuen Skin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kann man dann eben so verschiedene Skins machen.
Das seht ihr auch in dem Makeover. Und ja, Alltagskleidung habe ich verändert. Die ist dann schon so ein bisschen mehr in die Richtung Frühling, habe ich jetzt einfach gemacht. Das ist ja wurscht. Wenn die nach draußen gehen, dann zieht sie eh ihre ihre Outdoor-Kleidung an, deshalb ist das eh wurscht. Mein Spiel leckt gerade. So. ja, und ihre. Nee, Outdoor-Kleidung habe ich auch nicht verändert. Ich glaube, ich habe nur. Die Abendkleidung, die habe ich auch noch verändert. Aber das könnt ihr alles in dem Makeover sehen. Wenn ihr das sehen wollt, dann klickt einfach mal auf mein letztes Video. Und ich habe ein neues Thumbnail auch gemacht für dieses Let's Play. Ich hoffe, es gefällt euch. Das ist das jetzt, was ich an diesem Video als Thumbnail benutzt habe. Du gehst jetzt nicht alleine spielen, weil dein Sohn noch schläft. Du kannst mal ein bisschen Fernsehen gucken, weil ich möchte nämlich ihre Kochenfähigkeit auch noch ein bisschen ausbauen. Sie ist nämlich erst Level 3 und das ist bei mir normalerweise ein No-Go, Leute, ein No-Go. Ich möchte mal ganz kurz was gucken, auf wie viele Jahre ich Tage ich die Kinder gestellt habe, bis sie bis sie zum Teenager werden. Ich mache das jetzt mal ein bisschen höher. Ich mache das jetzt mal auf 10 Tage, weil wie ihr seht, ist das echt wenig. Also wenn die Kinder einmal im Winter Kind sind, so gesehen, dann kann man nicht mit denen in die Schule gehen und so. Deswegen mache ich das jetzt auf 10 Tage. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ja, weil die anderen habe ich ja auch ein bisschen höher gestuft. Hier, junge Erwachsene habe ich 31 Tage, Erwachsene 32 Tage. Deswegen, ich überlege sogar, ob ich die Teenager-Tage auch noch ein bisschen, ich mache die mal 15 Tage. So ist das, denke ich, ganz gut, wenn wir das so machen. Sagt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das so findet, dann mache ich das nächste Folge wieder weg. Das ist ja dann kein Problem. Ryan ist jetzt auch aufgewacht, hat auch ein wenig Hunger. Dann isst du jetzt mal Pfannkuchen und möchtest einen Schneeengel machen. Wie süß. So, du sollst nicht hier romantische Filme gucken, sondern ran an den Herd. Und Alan muss noch duschen, weil er stinkt. Na, er stinkt noch nicht, aber wir wollen ja perfekt vorbereitet sein für die Arbeit. Deswegen lassen wir ihn jetzt noch duschen gehen. Und er muss mal Berichte machen. Wir haben aber leider keinen Computer. Aber er kann auf jeden Fall, jetzt bevor er arbeiten geht, das war jetzt richtig dumm, hier auf zu duschen. Okay, tut er jetzt nicht. Weil, um die Berichte zu machen, braucht man natürlich ein bisschen Informationen. Diese kann man erhalten, indem man sich mit Bewohner von der Stadt unterhält oder eben in den Mülltonnen rumcrossed. Aber hier wohnt niemand, deswegen können wir hier nicht rumcrossen. Deswegen gehen wir zur Julina-Haushalt. Hier steht nämlich die Mülltonne. Die sollten ja normalerweise auch noch alle schlafen. Ich hoffe, es entdeckt uns jetzt keiner. Das wäre echt extrem peinlich, wenn ein Polizist in der Mülltonne wühlt. Ja. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Hayley schaut ein wenig dem Mann mit der großen Nase zu. Und ja. Ryan hat jetzt gegessen. Ich wollte gerade sagen, er könnte ja mal seine Hausaufgaben machen, aber er hat ja keine Hausaufgaben. Dann dachte ich mir, er könnte ja mit seinem imaginären Freund spielen, aber er hat ja keinen imaginären Freund mehr, weil Nina es verkackt hat. Ich bin froh, dass ihr mir nicht böse seid, weil ich konnte leider wirklich nichts dran ändern. Das war richtig blöd, da wird es richtig doof gelaufen. Aber nächstes Mal machen wir es besser. Ich überlege gerade, was wir mit Ryan jetzt mal machen können. Eigentlich könnte er mal ein bisschen er kann nicht Schlagzeug spielen, das ist ja schade. Was ist das denn? Hui. Spielen, ja, das kannst du mal machen. Und, Zoe hat jetzt auch Hunger, das heißt, du kannst jetzt mal aufstehen und deine Tochter füttern gehen. Alan hat gerade etwas weggeworfenen Schrott gefunden. Das ist ja hervorragend. Toll, Alan. Das kann man nämlich verkaufen. Viel kriegen wir dafür nicht, aber ein bisschen vielleicht. Nach Hause gehen. Toll, jetzt stinkt er wieder. Nee, angeekelt. Gut. Mülleimer. Cortano, Bohnensamen können wir wegschmeißen. Die sind ja schlecht. Und Schrott. 40 Simoleons. Das Geschäft des im Müll herumwühlens ist normalerweise ja nicht besonders ertragreich, aber diesmal scheint Alan tatsächlich etwas Interessantes über Jamie Jolina zutage gebracht zu haben. Das ist ja toll. Das heißt, wir können heute schon einen Bericht schreiben. Der geht jetzt nochmal duschen, weil er sich jetzt wieder eingestunken hat. Und haben wir noch was gefunden? Nein. Gut. Der Müll kann jetzt in den Mülleimer. So.
Stell mal kurz die Soundgeräusche ein bisschen lauter, weil ich finde, das ist ein bisschen sehr leise. Wir testen das jetzt einfach aus. Vielleicht ist es ja gut. So. Ja, ich glaube, das ist noch okay so. Und wir haben schon wieder einen Waschbär vor der Tür. Nee, jetzt bei den Nachbarn. Hast du nochmal Glück gehabt, Herr Waschbär? Alan ist in seiner Polizei-Uniform. Okay, er ist bereit für die Arbeit. Wann kommt deine Fahrgemeinschaft? In einer Stunde müsste sie kommen. Ja, gleich in einer Stunde. Du kannst jetzt mal mit einem deiner Kinder spielen gehen. Ich weiß nicht, wer es gerade ist. Mit wem du das spielen möchtest. Hayley spielt jetzt nicht Schlagzeug, sondern geht auch mal. Ivy hat Geburtstag! Heute beginnt für sie ein ganz neuer Lebensabschnitt. Warum kostet ihr nicht einen Geburtstagskuchen und veranstaltet ein Party? Nein, das machen wir heute noch nicht und auch nicht für Zoe. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn sie Kinder werden oder Teenager. Dann können wir das gerne machen, wenn wir ein paar mehr Leute kennengelernt haben. Und ja. Du kannst jetzt nochmal Pipi machen gehen, damit du auch vorbereitet bist, um in die Schule zu gehen, damit du gute Noten bekommst, weil du bist ja ein guter Junge. Er wird wahrscheinlich die ganze Zeit diese Stimmung haben, dass er sich unwohl fühlt, weil er ja schüchtern ist und die Leute in der Schule noch nicht kennt, aber er soll mal neue Leute kennenlernen. Vielleicht lernt er ja jemanden kennen, den er toll findet. Und ja. Alan könnte heute vielleicht auch eine Beförderung bekommen, wenn wir ihn hart arbeiten lassen, dann müsste das eigentlich klappen. Du liest jetzt nichts. Och, wer weint denn schon wieder? Ivy hat sich in die Hose gemacht. Okay. Nee, brauchst du nicht machen. Das macht Hayley. Hayley macht das. Ich finde das hier vorne, finde ich richtig cool irgendwie mit den Säulen. Das wäre eigentlich eher so provisorisch, damit ich das hier oben machen kann. Das Badezimmer. Aber ich finde das sieht echt cool aus. Und dann mit den Lampen. Ja. Muss ich mir immer selber auf die Schulter klopfen. Junge, dein Schulbus ist da. Au! Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich freue mich. Er kann endlich in die Schule gehen und der Schulbus hält nur hier. Juhu! Er geht endlich in die Schule. Das ist ja super. Wo ist denn deine Fahrgemeinschaft? Hm? Ach, da. Das verstehe ich immer nicht, warum die nicht vor unser Haustür halten. Das finde ich komisch. Wenn ihr wisst, wieso, dann schreibt mir das doch mal. Achso, ich habe wieder unter meinem letzten Video gelesen, dass jemand geschrieben hat, warum ich nicht cheate. Ich konnte dieser Person leider nicht antworten, weil sie ihr Konto nicht mit Google Plus verknüpft hat. Das kann ich jetzt auch nochmal sagen. Wenn ihr möchtet, dass ich euch antworte, dann verknüpft euer Konto doch bitte mit Google Plus, weil sonst kann ich euch nämlich nicht antworten. Auf jeden Fall hat diese Person geschrieben, warum ich nicht cheate. Leute, es wäre doch mega langweilig, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit Motherload cheaten würde, oder? Wenn wir immer wieder cheaten würden, so ist das ja auch nicht im Echtleben. Also das hier soll ja echtes Leben simulieren. Also so ein bisschen. Und das wäre doch mega langweilig, oder findet ihr nicht? Deswegen cheate ich nicht. Das ist der ganz einfache Grund dafür. Sie wünscht sich Wassermelonen zu züchten, beziehungsweise soll sie machen für eine Aufgabe. Aber das können wir leider nicht. Ich würde gerne in ein Café gehen, aber das können wir nicht machen, ohne ohne einen Babysitter zu rufen. Und ich kann halt nicht beide mitnehmen. Ich würde sie ja mitnehmen. Normalerweise, wenn wir jetzt nur ein Kind hätten, dann würde ich sie mitnehmen. Aber es geht nicht. Schaut mal, wie cool das aussieht. Alles so weiß und der Pool ist blau. Blau. Okay. Gehst du jetzt einfach dahin, ohne deine Kinder? Holst du ein Babysitter, was ich jetzt mega komisch finde, weil die Babysitter sind ja immer Kinder aus der Oberstufe. Und die müssen ja eigentlich genau in der Schule sein, genau wie dieses Kind hier. Elissa Master, du müsstest eigentlich in der Schule sein. Das bist du aber nicht. What's wrong with you? Du kannst Zoe nicht allein zerlassen. Ja, ein Babysitter muss ja, Babysitter anrufen, bitte. Du kannst jetzt mal nicht hart arbeiten, neue Freunde finden. Du kannst hart arbeiten, damit du befördert wirst. Junge. Ups, sorry. Ah, Kaffee cozy. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das euch schon gezeigt habe. Das habe ich auch gebaut. Siehst du, wir hätten die Kinder sogar mitnehmen können. Hier sind Babyschaukeln, aber ich kann sie halt nicht beide in einen Kinderwagen tun. Sorry. Kaufen wir uns ein
Cappuccino Erdbeerkaramell mit Erdbeerstreuseln. Mach Überstunden, um die Beziehung zu deinem Chef zu verbessern. Gerne. Dann muss er, glaube ich, auch nicht mehr hart arbeiten. Wieso wird das hier nicht... Ah, jetzt. dann lasse ich ihn normal arbeiten. Da muss er ja eh noch eine Menge arbeiten und... Ne? Ja, okay. Einverstanden. Mal schauen, wie sich der Babysitter so macht. Ob überhaupt einer gekommen ist. Manchmal kommen ja auch keine. Oh, da ist einer. Davy Linnell. Cool, cool, cool. Hi, Davy. Ich hoffe, du kümmerst dich gut um unsere Kinder. Denn Zoe schreit. Ivy schreit. Oh, ich kann sie nicht auseinanderhalten. Ich bin froh, wenn die Kleinkinder werden. Dann kann ich sie endlich auseinanderhalten. Okidoki. Zurück. Oh, nee. Zurück zu Haley. Sie hat einen Koffeinschock. Oh, ich wollte gerade sagen, wir können ja mal neue Leute kennenlernen, aber irgendwie sind die alle so uncool. Nein. Dann gehen wir zum Winterfest, schauen wir mal, ob da irgendwelche Leute sind, die, mit denen wir uns unterhalten können. Mit denen wir Freunde sein können, weil wir nichts mehr von Georgia Liberty wissen wollen. Ich wollte ja auch noch neue Kinder platzieren in dieser Welt. Das mache ich auch noch. Ich denke, jetzt nach diesem Part werde ich das mal tun. Und ja. Mal schauen, ob jetzt hier irgendwer im Park ist, mit dem wir was anfangen können. Agnes Knautschgesicht. Bist du? Blair. Die können wir doch mal freundschaftlich begrüßen. Das wäre doch... Wäre doch mal eine Maßnahme. Wer bist du? Gina Lucky. Die begrüßen wir. Weil die habe ich nämlich auch erstellt. Die ist cool. Die ist cool. Leute, ich sag's euch. Die ist richtig cool. Oh, ein Hund. Wie süß. Gina. Oh, der ist auch Gina. Hey, kleine süße Wubi. Okay. Pauline Wann. Hat sie Augenringe. Mädchen benutzt Concealer. Lernen sie kennen. Mit Tanzen prallen. Als wenn du so gut tanzen kannst. Bist du doof? Naja, Tratschen ist doof. Sind wir noch ein bisschen lustig. Obwohl, sie kann mal von ihrer Familie schwärmen. Über Familie reden. War das nicht Retter? Okay, ich hab's eingebildet. Sorry. Und dann erzählen wir eine lustige Geschichte. Und zeigen ihr ein Internet-Katzen-Video und zeigen ein lustiges Video. Ryan Harris hat Mike Liberty in der Schule kennengelernt. Das ist sehr schön. Das ist nämlich der Sohn von Georgia Liberty. Hervorragend. Claire Wainwright. Ja, schläft einfach auf der Parkbank. Eigentlich könnten wir sie dafür mal ein bisschen ärgern, aber wir sind nicht so asozial. Wir sind eine Mutter mit vier Kindern, drei Kindern, also. Nein. So, Alan. Wird befördert heute. Wupp, wupp, wupp. Party. Und er muss unbedingt dann an seinen Berichten arbeiten, sobald er nach Hause kommt. Beziehungsweise, nein, wir feiern erst die Party. Oh, das ist auch irgendwie gemein, ne? Zoe und Ivy haben heute Geburtstag und die Mutter ist die ganze Zeit außer Haus. Ich mach das mal ein bisschen schneller hier. Ein Einbrecher. Mit denen hat man doch immer gerne zu tun, oder nicht? So, das machen wir jetzt noch schnell und dann fahren wir nach Hause, weil dann kann sie nämlich die Gina auch einfach anrufen und mit ihr Kontakt knüpfen, beziehungsweise sie nach Hause einladen und so. Könnte sie sich mal was Wärmeres anziehen? Du frierst. Es sind 3 Grad. Geh nach Hause. Also, deine Kinder haben Geburtstag. Du. Morgen um 14 Uhr kommt übrigens ein neues Video auf meinem Hauptkanal. Also wenn dieses Video am Sonntag online geht, dann ist es morgen um 14 Uhr. Nämlich ein Follow Me Round zu meinen Katzen. Ja, freut euch drauf. okay. Alles erledigt, das macht dann 75 Simoleons. Ja, vielen Dank. Wie heißt du nochmal? Davy, lass unser Kind bitte hier. Ja, Zoe ist einsam, du bist der schlechteste Babysitter aller Zeiten. Ich würde mal gerne
jetzt noch den Feuern so, ne? Aber das geht jetzt nicht mehr, weil er jetzt schon geht. Das ist total blöd. Blöd ist das. Was wollte sie nochmal? Sie ist hungrig und einsam. Okay. Flasche geben. Spielen. Und dann... Boah, der ist ja wirklich ein richtig schlechter Babysitter. Mann, Mann, Mann. Flasche geben, kuscheln, spielen. Oh, Ryan müsste da. Oh, er ist da. Hi, Ryan. Oh, der macht brav seine Hausaufgaben. Er ist doch der beste Schüler aller Zeiten. Nein, du gehst jetzt nicht essen. Du kümmerst dich erst um deine Kinder. Und dann kannst du mal Mittagessen kochen für deine ganze Family. Und zwar. Macaroni mit Käse. Mac and Cheese. Ich möchte das unbedingt mal in echt essen. Ich will es unbedingt mal ausprobieren, aber es hat leider 395 Kalorien. Und ich ernähre mich jetzt wieder gesund seit ungefähr anderthalb Wochen. Und deswegen kommt das jetzt erstmal nicht in Frage. Ich fühle mich aber gut. Ich fange jetzt morgen eine Detox-Kur an. Da freue ich mich schon mega drauf. Dazu wird wahrscheinlich auch noch ein Review auf meinem Kanal online kommen, weil ich schon danach gefragt wurde. Und ja. Glückwunsch! Alan Harris ist zum Hauptkommissar befördert worden und erhält die Schlüssel für seinen eigenen Polizeiwagen. Cool! Endlich haben wir ein Auto. Er hat 960 Simoleons Bonus bekommen. Oh, mein Timer klingelt. Anhalten, tippen. Okay. Und verdient jetzt 92 Simoleons in der Stunde. Ja, das können wir machen. Okay. Das ist mega cool. Hast du deine Hausaufgaben fertig gemacht? Nein. Natürlich nicht. Ivy stinkt. Alan. Komm her. Kuschel und spiel mit deiner Tochter. Wo bist du überhaupt? Oh, du bist noch bei der Arbeit. Ja, möchtest du gar nicht nach Hause kommen. Oder was? Okay, ich würde sagen, dass wir die Date Night dann vielleicht auf den nächsten Part verschieben. Aber auf jeden Fall noch den Geburtstag feiern werden. Das machen wir jetzt noch schnell. Dann hat dieser Part wieder ein bisschen Überlänge. Aber euch stört das ja gar nicht, wie ich gemerkt habe. Ryan, nein. Stell die Waffe hin. Stell sie sofort hin. Du Sau. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo habe ich sie hingestellt? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sind sie wieder im Kühlschrank? Ich hoffe. Okay. Oh, Mami und Daddy. Eigentlich hätte sie jetzt gar nicht Mittagessen machen brauchen, weil wir ja jetzt gleich auch Kuchen essen. Aber egal. Macht nix. Mach schneller. Oh, ja. Haushalt zum Essen rufen. Aber sie muss ja nicht ohne Schüssel essen. Oh, armer Ryan. armer Ryan. Okay. Jetzt stellst du das bitte noch in den Kühlschrank. Und dann holt Nina schnell Geburtstagstorten. Alan stellt noch seinen Teller weg. So. Dann können wir jetzt hier eine Torte hinstellen. Ich stelle erstmal eine hin. Und dann holen wir gleich noch die zweite. So. Kerzen ausblasen. Lassen wir jetzt einfach mal Ivy zuerst Geburtstag haben. Oh, so, er hat sich in die Hose gemacht. Du trainierst jetzt nicht, dein Kind hat jetzt Geburtstag. Da gehst du jetzt hin. Alan, du genau, Ryan, du genauso, meine ich. Ich krieg das irgendwann noch hin, Leute. Ich krieg es irgendwann noch hin. Ich weiß auch nicht, warum ich die immer... Oh ne, jetzt feiern wir gar nicht. Oh nein, wir feiern gar nicht am Kuchen. Och, Manno. Okay. Das ist Ivy. Ivy, hör mal auf zu weinen. Ivy hat dunkle Haare. Ich bin mal gespannt auf die Haarfarbe von Zoe. Ich werde denen auf jeden Fall noch ein Makeover geben, ganz schnell. Und dann zeige ich euch das. Aber erstmal lassen wir Zoe jetzt auch noch Geburtstag haben. Na toll. Ivy sollte eigentlich nicht mit dem Ding spielen.
aber das werde ich. Ich lösche das, glaube ich, mit einem Cheat. hatte ich nicht am Anfang des Let's Plays gesagt, dass ich nicht cheaten will? Aber das ist fast eine andere Art zu cheaten, ne? Findet ihr auch? Ich auch. Oh, sie hat helle Haare! Und sie ist nackt. Oh, ihr seid so süß. Okay, ich gebe denen noch schnell ein Makeover und dann zeige ich euch, wie sie aussehen. Okay, so sieht Zoe jetzt aus. Ich habe hier so zwei kleine Knollen. So kleine, zwei kleine Dutz an den Seiten gegeben. Ich finde, das sieht so süß aus. Sie hat braune Augen, die hatte sie auch schon vorher. Ich habe ihr nur Kontaktlinsen gegeben und die dann eben braun gemacht. Und ja, ein gelbes Oberteil mit Jeans und so süße Schuhe. Das ist ihre Abendkleidung. Ich habe ihr jetzt so mal dieses gelbe Schema gegeben und Ivy wird dann diese rosa sein, sage ich mal, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ihr habt jetzt so ein süßes kleines gelbes Kleid gegeben für Abendkleidung. Das ist ihr Schlafanzug. Das ist Custom Content, der Rest ist aus dem Spiel. Also die Alltagskleidung und die Abendkleidung ist aus dem Spiel und das ist Custom Content. Finde ich mega süß. Und das ist die Outdoor-Kleidung, das ist auch aus dem Spiel. Oh, ich sehe gerade, ich muss ihr noch eben andere Handschuhe geben. Ich mache die einfach auch so hellgelb. Und das mache ich weiß. So. Wieso wird es nicht weiß? Egal. Ja, das ist Zoe und jetzt mache ich noch eben Ivy. So, und hier seht ihr jetzt Ivy. Ivy hat dunkle Haare. Ich habe ihr jetzt diese Frisur gegeben. Die gibt es auch für Erwachsene. Und ich fand sie an ihr richtig süß mit der Schleife da hinten. Ivy hat blaue Augen. Und ja, ich habe ihr jetzt so ein rosanes T-Shirt mit einer hellen Hose und Ballerinas gegeben. Die sind aus dem Spiel, beziehungsweise die Ballerinas sind aus dem Store. Also aus dem Sims 3 Store. Das ist ihre Abendkleidung. Das ist das gleiche Kleid wie Zoes, nur in rosa, mit den gleichen Schuhen nur in rosa. Und das ist ihr Schlafanzug. Das ist auch der gleiche Schlafanzug wie Zoes, nur in einer anderen Farbe. Und die Outdoor-Kleidung ist genau der gleiche Schneeanzug wie Zoes, nur in pink. Und ja, das war's auch für heute. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao!